Morgen, Kinder. Ich bin so froh, dass ihr heute mit mir seid. Kommt, wir beten erst zusammen. Danke, Herr Jesus, für diese Zeit. Und bitte sprich du jetzt auch mit uns. Amen. Amen. Ich hoffe, dass ihr so gerne singt, wie ich gerne singe. Als ich klein war oder kleiner war, wollte ich immer mitsingen. Wenn wir in der Schule gesungen haben, wollte ich immer mitsingen. Manchmal wusste ich aber nicht die Worte von den Liedern. Aber dann würde ich schauen auf den Lehrer und schauen an seinen Lippen, die Worte lesen und überlegen, welche Worte weiß ich und kann ich mitsingen. Und dann habe ich alle Wörter von diesem Lied gelernt. Und das Lied, das ich gelernt habe, als ich so klein war, war dieses Lied. Miss Wojega, was heißt dieses Lied? Und dieses Lied heißt, Jesus liebt mich, Gott liebt mich und ich weiß, er liebt mich. Und das war ein Lied über den Herrn Jesus. Und es ist gut, wenn du und ich über den Herrn Jesus Lieder singen können. Nicht, dass wir einfach irgendwie singen oder vielleicht singen wir gar nicht, weil wir die Wörter nicht können. Aber wir müssen mit unserem ganzen Herzen singen. Und in Liedern finden wir ganz besondere und verschiedene Nachrichten und Botschaften, wie zum Beispiel in den Weihnachtsliedern. Da lesen wir und hören wir, wie der Herr Jesus als kleines Baby in die Welt gekommen ist und auch wie er uns von den Sünden erlöst. Andere Lieder erzählen uns, wie der Herr Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Wir singen Weihnachtslieder über die Krippe in Bethlehem. Oder es gibt ein Lied, das heißt, auf einem Hügel, weit weg, auf Golgatha. Wisst ihr, manchmal sind wir vielleicht ängstlich und haben Angst als Kinder. Aber wisst ihr, wenn ich Angst habe oder wenn du Angst hast, dann kannst du dieses Lied singen, was ich gelernt habe, als ich in der 2. Klasse war. Das ist ein Lied über Psalm 46, Vers 2. Und das heißt, wenn ich Angst habe, dann vertraue ich dir. Wenn ich Angst habe, dann vertraue ich dem Herrn. Wenn der Herr Jesus da ist, dann brauchen wir keine Angst haben. Und wenn wir dieses Lied singen, dann muss der Teufel wegrennen. Wisst ihr, es gibt verschiedenste Situationen und in vielen Situationen, wenn wir singen, dann muss der Teufel weglaufen. Kannst du singen und dich ärgern gleichzeitig? Oder kannst du traurig sein und zur gleichen Zeit singen?
Deswegen, wenn wir singen, dann können wir die Traurigkeit oder den Ärger wegscheuchen. Oder wenn der Teufel kommt und uns schlechte Gedanken in den Kopf setzen will, dass wir was Dreckiges denken, dann können wir im Kopf singen und so den Teufel wegscheuchen. Andere Zeiten muss man vielleicht das Geschirr machen oder zu Hause helfen und man hat keine Lust. Aber dann kannst du auch singen. Und dann ist es ganz einfach zu helfen. Und es geht schnell. Wisst ihr, es ist auch nicht nur für dich selber, dass du singen kannst. Du kannst auch für andere singen. Wenn du singst, dann kann vielleicht jemand anders dadurch Hilfe empfangen. Dadurch kannst du auch anderen vom Herrn Jesus erzählen, im Lied, in dem du singst. Manchmal können wir mit der Schule singen für Besucher, für andere Leute. Oder vielleicht singen wir auch in der Gemeinde. Wir können so erzählen, was der Herr Jesus für uns getan hat und wer er ist, indem wir singen. Und dann ist es auch sehr wichtig, die Wörter von einem Lied zu kennen. Es ist nicht immer einfach, wenn da schwierige Wörter in dem Lied sind, aber wenn du sie oft singst und immer wieder singst, dann kannst du diese Worte alle lernen. Und manche Lieder haben Bibelverse als ihre Worte. Und wenn du dann das Lied lernst, dann hast du auch gleichzeitig den Bibelvers gelernt. Und dann kannst du es singen und das Wort Gottes ist in deinem Herzen. Seht ihr all diese Instrumente, die ich hier gebracht habe? Als ich klein war, habe ich gelernt, das Klavier zu spielen. Und es macht mir Spaß. Ich spiele sehr gern Klavier. Ein Instrument zu lernen, lehrt dich viele verschiedene Dinge. Vielleicht musst du lernen, zu üben, jeden Tag treu zu sein in deinem Üben. Und dann, wenn du mit anderen spielst, dann lernst du mit jemandem anders zusammen schöne Musik zu machen. Und immer wenn wir unser Instrument spielen, dann müssen wir das zur Ehre Gottes tun. Dass es ihm Ehre bringt und ihn lobt. Wir können Gott preisen und ihn loben, indem wir singen oder unsere Instrumente spielen. Denkt an König David in der Bibel. Als er klein war, hat er auf die Schafe aufgepasst. Und die Bibel erzählt uns, dass er eine Harfe hatte und er hat auf dieser Harfe gespielt. Und er hat auch gesungen, dem Herrn Lieder gesungen, da wo er war, auf der Weide mit den Schafen. Und viele der Psalmen sind eigentlich Lieder. Und wenn du liest, dann beschreibt das oft auch Instrumente. David could play so well that he could even play for King Saul.
Und David konnte so gut spielen, dass er sogar für den König Saul spielen durfte. Saul, der König, hat David gerufen. Ihr kennt sicher die Geschichte und hat ihn gerufen, um die Harfe für ihn zu spielen. Und der König Saul war von einem bösen Geist geplagt. Aber wenn David spielen würde, dann wurde Saul, der König, ganz stille und war nicht mehr geplagt von diesem bösen Geist. Gott konnte so die Musik und das Spielen von David gebrauchen. Aber denk dran, eines Tages hat David für den König Saul wieder mal gespielt und der König Saul war ganz böse und ärgerlich und er wollte David töten. Und er hat einen Speer geworfen auf David und wollte ihn treffen, dass er stirbt. Aber David wurde vom Herrn beschützt und der Pfeil hat ihn nicht getroffen. Wisst ihr, der Teufel, der Feind, möchte nicht, dass wir Musik machen und singen und spielen. Und er möchte uns töten, uns angreifen. Aber der Herr Jesus kann uns helfen. Weil das Singen für den Herrn Jesus ist eine Waffe, die wir gebrauchen können, eine ganz besondere Waffe. Wie ich schon gesagt habe, es kann den Teufel wegschicken, ihn in die Flucht jagen. Und es kann uns froh machen in unserem Herzen. Dadurch können wir ein Licht sein, durch unser Singen. Und ich hoffe, dass ihr daran denkt, viel zu singen. Und denkt dran, selbst wenn ihr nicht alle Worte versteht von dem Lied, ihr könnt sie alle lernen. Und der Herr Jesus kann dir durch diese Lieder eines Tages helfen. Vielen Dank. Kommt, wir beten noch zusammen. Herr Jesus, wir danken dir für diese Zeit. Und wir danken auch für alles, was du uns beigebracht hast, was wir hören konnten. Und Herr Jesus, bitte hilf uns, dass durch unser Spielen, unsere Instrumente und unser Singen wir dich preisen. Vielen Dank, dass du uns so gemacht hast, dass wir singen können. Sei du bitte heute weiter mit uns. Amen. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord, rejoice, and again I say rejoice.